Jo Leute, willkommen zu einer neuen Runde Let's Play COC. Und ja, ihr seht, die Facecam ist verdeckt. Ihr wisst ja gar nicht, wie angepisst ich schon wieder sein kann. Und zwar gab es irgendein Problem mit dem Mikro oder ich glaube auch nicht mehr, dass am Mikro liegt. Und zwar hat er einfach mal wieder irgendeine Scheiße gemacht und hat einfach nicht richtig aufgenommen, meine ich, beziehungsweise der hat den Ton total rauschend, alles wieder so eine Kacke. Und ich habe mich mit Facecam aufgenommen, kann die Facecam jetzt überdecken. Ich hatte nämlich in der Folge was ziemlich Geiles gemacht. Oder die Folge war ziemlich gut eigentlich auch. Und deswegen dachte ich mir, ich kann die jetzt eigentlich nicht löschen. Und dachte mir, dann überdecke ich die Facecam mit so einem Packer halt. Und anders geht's nicht. Ja, es ist natürlich nicht gut. Es macht ist natürlich scheiße, aber geht nicht anders. Was soll ich machen? Ja. Was soll ich machen? Ja, Leute, aber davon lassen wir uns einfach ein bisschen ablenken. Ich hoffe, das geht so mit dem Packer da eingeblendet, so ein bisschen. Und ja, ist auch hoffentlich, wird nicht mehr vorkommen, aber naja. Leute, achso, die Folge kommt übrigens einen Tag zu spät, wie bestimmt auch viele von euch gemerkt haben. Und zwar sollte die Folge eigentlich gestern kommen, aber es ging jetzt nicht wegen der Facecam, sondern scheiße, musste ich dann alles Mögliche machen. Naja, auf jeden Fall, heute sind wir unter dem Motto Clankrieg und schauen mal auf den Clankrieg, wie es in der Zeit abgeht. Und ja, ich sehe die ganze Zeit beim Aufnahmeteil, dass ich manchmal ein bisschen leise bin. Nö, der Lautsprecher ist nicht verdeckt. Irgendwie bin ich ein bisschen leiser, muss ich vielleicht ein bisschen lauter reden. Zumindest bei dieser riesigen Challenge, die ich bald machen werde, haben sich schon sehr viele Leute beworben, was mich sehr freut. So, ihr wurdet gerade gefragt, Bayern-Spiel. Ja, wie viel ist das denn? Das interessiert mich gerade, Leute. Der Bayern-Spiel ist natürlich schon vorbei. Mann, das ist scheiße, weil diese Folge einfach kacke gemacht ist, weil die einfach falsche Uhrzeiten so. Die wurde ja gestern gemacht. Bayern hat ja gewonnen. Wir können kurz darauf eingehen. Bayern hat ja im DFB-Pokal gegen Hamburg mit 5:0 gewonnen. Aber in der nächsten Runde, die ausgelost worden ist, geht es jetzt gegen Wolfsburg auswärts. Das Schlimmste, was mal passieren hätte können, ist bestimmt ein Auswärtsspiel gegen Wolfsburg. Ich glaube, Dortmund ist sogar leichter als Wolfsburg. Also, naja, aber das soll jetzt nicht Thema der Folge unbedingt sein. Wie schafft den Klarer? Er lockt. Der Killer greift die Nummer 1 an, er lockt. Er ist sich nicht sicher, ob er denkt, er holt wahrscheinlich nur 0 Sterne, hat er mir schon geschrieben. Die Frage ist nur, ich hoffe einfach, dass er mehr holt, also mehr als 0 Sterne. Ja, genau. Hoffen wir einfach mal das Beste. Er lockt immer die Claimbook, setzt dann einen Giftzauber drauf. Man sieht mich ganz bei der Facecam noch so ein kleines bisschen, weil ich mich da so wegbeuge. Aber ich hoffe, das ist okay, Leute. Ich hoffe, das irritiert euch nicht ein bisschen. Ja, ich hätte nicht nochmal ganz neu aufnehmen können, aber ich wusste jetzt auch kein Motto mehr und so. Das wäre alles zu kurzfristig. Ich wollte die Folge nicht heute Abend hochladen, weil die ist ja eigentlich von gestern die Folge. Deswegen musste ich jetzt so früh wie möglich online kommen. Und deswegen musste ich das jetzt so machen. So. Mit Riesen habe ich echt so eine Taktik. Boah, schafft man das oder schafft man das nicht? Ist ein bisschen Risiko alles. Aber jetzt schon erst ein Heilzauber, hätte ich später gesagt, hätte ich gesagt. Oh, das wird, glaube ich, ein Fail. Das sieht nicht so gut aus. Die Mauerbrecher sprengen jetzt zum Glück auf, wenigstens. Laufen die Riesen. Die Riesen sind eigentlich ziemlich stark, aber ich werde es schaffen. Die Magier hinterher. Sauber, König. Königin auf 4. Oh, mach den Level hoch. Weißt du bestimmt selber, Juju, der Killer. Die Königin muss ein Level hoch. Da kannst du ja zünden. So, Riesen. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Oh, ein Packer von mir. Da kommt mein Packer aus der Clanburg. Es sieht aber gar nicht so schlecht aus, wie ich gerade sehe. Guck mal, jetzt läuft König wird gezündet. Obwohl, das wären 2 Sterne, oder? Ich glaube, das wären 2 Sterne. Der Packer macht nämlich jetzt die Mauer auf. Ja, okay. Sauber. Sauber, 1 Stern ist sicher. Okay, es wären 2 Sterne. Nice. Es wären, glaube ich, ziemlich sicher 2 Sterne, meine ich doch, Leute. 2 Sterne. Ja, Leute, übrigens mit dem Nachkommen, ich meine ja, also ich muss ja was erklären. Und zwar ist die Soundqualität jetzt ich kommentiere gerade nach ohne Mikrofon. Und die Soundqualität, werden bestimmt alle schreiben, ist besser als die Soundqualität mit Mikrofon. Richtig komisch. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit der Soundqualität gar nicht daran liegt, dass irgendwie, keine Ahnung, mit der Soundqualität liegt, glaube ich, an dem Aufnahmeprogramm. Mobilesen. Ich weiß es nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran das genau liegt. Auf jeden Fall ist es mega komisch immer, dass beim Nachkommentieren die Soundqualität ohne Mikrofon besser ist als mit Mikrofon beim Live-Aufnehmen. Habe ich echt keine Ahnung. Ich muss mal gucken, was ich tue, Leute. Ich bin echt ein bisschen überfordert. Vielleicht kaufe ich mal ein Headset, habe ich überlegt. Aber Headset macht jetzt auch keinen großen Unterschied, glaube ich.
Mikro steht hier gerade, aber das Mikro ist einfach nicht das Beste. Wo es liegt wahrscheinlich noch nicht mal am Mikro, es liegt wahrscheinlich ja eher an meinem Adapter oder meinem Handy oder weiß ich auch, leck mich am Arsch. Weiß ich doch nicht. Auf jeden Fall saubere 2 Sterne, war so relativ knapp, hätten sogar fast 3 werden können. Aber naja, der nächste, der angreifen kann, ist jetzt Master. Schreiben wir mal, dass er kann. Sag aber nicht angreifen soll. Ja, Master Go. Los geht's. Schon im nächsten Angriff sieht es ziemlich, ziemlich gut aus. 7 Angriffe, 18 Sterne. Kompliment an den Clan. Die letzten Clans haben wir immer verloren, aber es sieht wieder ziemlich gut aus. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, aber es sieht ganz gut aus halt. Übrigens, zur kleinen Info, Leute. Ihr wollt ja gar nicht. Sorry, Leute. Ihr wollt ja gar nicht wissen, wie es aktuell beim Clankrieg steht. Es wird richtig, richtig knapp. Es wird einer der spannendsten Clans, den wir je hatten. Aber das seht ihr ja jetzt nicht. So ist mein Drache jetzt, da kommen noch die ganzen Bomben raus. Blitzzauber auf die Luftabwehr. Mir ist übrigens auf, man hätte ja auch 2 Luftabwehren wegblitzen können, nach der nur. Ne, der hat nur 2 Blitzzauber dabei gehabt. Scheiße. Das war schon der erste Fehler von dir, lieber Master. Du hast 2 Blitzzauber mitgenommen. Warum? Ich verstehe nicht, was genau gebracht hat. Du hättest 3 mitnehmen sollen. Also keine Ahnung. Und warum habe ich gerade was in den Chat geschrieben? Jetzt verstehe ich mich gerade selber nicht. Carla. Hä? Carla. Okay, ich sollte eigentlich klar heißen. Okay. So. Dann ist gut, ja. Das war voll okay. 2 Sterne, sogar fast 3. Das war echt ein Kompliment. Kompliment, sauber gemacht. Super erledigt. Ich hab hier mal fette Listen da draußen neben mir liegen. Boah, was habe ich denn alles drauf? Hier haben wir noch Listen, wo drauf steht, wer bei der Challenge mitmachen will, bei der Großen, haben wir noch eine Liste, wo drauf steht, was ich noch machen kann, alles auf meinem Kanal. Ich habe noch eine Liste, wo drauf steht, was ihr noch bei Pixelgram sehen wollt. Ich habe noch eine Liste, wo drauf steht, was ihr als Spieletest sehen wollt. Und ich habe noch eine Liste für die Leute, die gegen mich eine Challenge machen wollen, habe ich auch aufgeschrieben. Ich habe echt viele Listen, Leute. Ich muss mal gucken, ob wir es irgendwann abarbeiten mit den Listen, was ich, also ihr wollt ja, habt Wünsche, ihr habt alles, wollt ihr machen, aber es geht nicht immer alles, Leute. Also ihr müsst schon mal wissen, Leute, ich ignoriere eure Antworten. Ich schreibe ja manchmal so, nee, ich überleg's mir und so. Ich habe mir das aufgeschrieben. Ich habe das alles hier stehen. Ich habe Spieletests. Vor 3 Monaten habe ich mal gefragt, kannst du mal das Spiel testen? Ich habe das immer noch auf der Liste stehen. Ich habe es nicht weggestrichen oder irgendwas. Also ich denke schon daran und schreibe mir alles auf. Ich habe echt viele Zettel rumliegen, wo alles nur für YouTube und so draufsteht. Echt heftig viel. So, Master hat jetzt sauber Sterne geholt. Oh, ich Babo geschrieben, der ist Babo. Ja, der soll bei der 5 danach liegen. Sehr, sehr gut, Master. Ja. So, dann schauen wir mal, was wir noch machen können. Wir haben jetzt schon 8 Minuten geschafft. Nee, nicht geschafft. Das höre ich dann, ob ich mich freuen würde. Nein, natürlich nicht, Leute. Ich nehme ja gerne auf. Ich kann übrigens noch beide mal angreifen. Das werde ich aber morgen machen. Denn das ist praktischer. Beziehungsweise heute. Beziehungsweise heute, weil ich habe die Folge gestern aufgenommen. Und wir haben aber heute schon einen Tag später. Wo ich jetzt gerade im Nachkontinuum bin. Naja, so. Leute, das Praktische ist, mein Handyständer ist angekommen. So ein Ständer hier für 5 Euro gerade mal, aber mein Handy steht jetzt hier drauf. Wie auch vielleicht bei der Facecam sieht, ich hab mich, guck mal, wie ich mich da bewege, ich habe richtig Freiheit. Das Handy steht hier so, ich habe den Stecker da drin so drin, ihr seht zwar jetzt alles nicht, aber. Und ich kann meine Hände frei, kann mich bewegen, alles machen. Und das Handy. Das Handy steht einfach da und ich kann schön reden, richtig praktisch auf jeden Fall. Finde ich gut. So, ich schau mal ein bisschen, was ich, was jetzt bei Clash of Clans gerade abgeht. So, ich versuche gerade hier diesen Ständer irgendwie noch auszufahren. Kann man angeblich noch höher machen. Ah, es geht. Ja, da schauen wir kurz auf meinen Angriff, den ich bei der Nummer 10 gemacht habe. Mein Gegenüber von meinem dritten Account. So. So, Leute, ich habe mein Handy jetzt noch ein bisschen höher gestellt. Ist eindeutig besser auf jeden Fall. So, ah, eine Valkyrie. Oh, Valkyrie ist meine happige Nummer, aber ich krieg die easy tot. Ist immer so, wenn mein dritter Account beim Clan dabei ist, habe ich ja so einen Troll-Account, ist das. Der kassiert meistens keine 3 Sterne, weil die Valkyrie in der Verteidigung alle rasiert, aber weil die kommen. Sorry, ich komme mit Valkyrie nicht alle klar, aber ich komme mit Valkyrie easy klar. Und mach die ganz schnell down. Okay, nicht easy, das war jetzt ein bisschen schlecht, auch tot gemacht. Aber war okay. Dann
habe ich die Ballons gesetzt. Acht auf jede Seite. So, zack, zack, zack. Hätten wir das auch. Und dann den Drache noch hinterher. Und dann wären es auch schon locker 3 Sterne. Dann hätten wir das auch geschafft. Ohne Probleme. Noch die Bogenschützen drumherum. Die Magier. Und das war es dann auch schon. Hier gibt es noch eine Diskussion. Ich muss ein bisschen mal mit dem Chat mitgucken, weil da sind wichtige Sachen. Der Clan muss gewonnen werden. Das ist echt sehr wichtig eigentlich jetzt. Deswegen muss ich ja mal ein bisschen noch mitschreiben. Sorry Leute, deswegen an euch. Ich bin gerade wieder im roten Bereich mit Reden. Nice. Oh, ich finde Kielmaster ziemlich geil übrigens, um das nochmal natürlich so zu sagen. So. In der Klasse ist Level 5 ein kleiner Nachteil mehr für uns. Ja, was können wir noch machen? Wir haben ja noch einen Angriff von der Killer-Zweichen. GFG hat auch 2 geholt. GFG, den Angriff sollte ich in der Aufnahme zeigen. Das fällt mir jetzt erst ein, habe ich aber nicht in der Aufnahme gemacht. Sorry, GFG. Der Angriff war richtig, 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 richtig spannend. Es lebt noch ein Magier oder so und der Magier hat das Rathaus. Der hat dann irgendwie. GFG hatte 48%. Es lebt noch ein Minigolem und dahinter war noch ein Magier. Da war der Minigolem tot. Der Magier hat noch 2 Schüsse des Rathaus gemacht. Genau in dem Moment, wo der geschossen hat, war der Magier down und hat genau noch das Rathaus tot gekriegt. Und dann war das genau das Rathaus down. 1 Stern und dann auf einmal 48% hat 2 Sterne. Richtig nice auf jeden Fall. Sorry, dass ich dann einfach nicht gezeigt habe über GFG. Wir sind am Ende, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Sorry, dass ich wieder nachkommentieren musste, weil mein scheiß Mikro nicht geklappt hat. Mach's gut.